Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim 250.000 Views Special auf Derafins Channel. 250.000 Views, wow. Lini hat das schon mal in einem Video gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ein Viertel zu einer Million schon. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, so viel, das hätte ich vor, keine Ahnung wann es war, in einem Dreivierteljahr oder irgendwann im März oder Februar, da waren wir angefangen haben, aktiv Videos zu machen. Echt, das hätte ich nie gedacht, dass das jetzt schon so viele sind. Jedenfalls vielen Dank für die Views. Zum Beispiel dadurch wurden schon tolle Sachen für mich jetzt freigeschaltet, wie zum Beispiel auch die Bildchen, die ich ja schon auch mal irgendwo angesprochen hatte, die ich jetzt zum Beispiel immer für die ganzen Videos machen kann, die ich manuell jetzt einstellen kann. Auch für ältere Videos jetzt noch im Nachhinein. Der ein oder andere hat es sicher schon gesehen. Und so ist auch zum Beispiel bald das Ganze für Tale of Kingdoms dran, weil das ist ja eine der Serien, wegen denen, denke ich, viele auf dem Channel gelandet sind und die auch viele Views gebracht haben, die Videos von Tale of Kingdoms. Und deswegen, es gibt noch ein kleines letztes bisschen verwertbares Material, und zwar sozusagen die Folge 0.5, also so hätte Tale of Kingdoms auch anfangen können. Und zwar habe ich das Ganze, eigentlich waren es irgendwie 37 Minuten, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten und mit Kommentaren versehen. Und ehe ich jetzt weiter euch so voll plapper, es ist halt älteres Material, von daher sorry, dass es nicht mehr die aktuellen Standards sozusagen trifft, nur 720p ist und so weiter. Aber ich wünsche euch trotzdem jetzt einfach viel Spaß nochmal, tausend Dank für die Views, auf die weiteren, bei 500.000 wird es dann sicher wieder ein Special geben und dann auf die Millionen, tralala. Yay, vielen Dank euch und viel Spaß, tschö. Start New Conquest. Yay, hallo zusammen, hier ist der Dera. Und heute möchte ich mit einer neuen Let's Play Serie von mir starten, mit mir, von mir, wie auch immer. Ja, Tales of Kingdom. Sensationeller Mod für Minecraft. Wie ihr schon seht, die Map wurde gerade frisch erstellt. Ich habe gesagt, ja, ich möchte ein neues Conquest starten. Und wie ihr seht, hier hat es schon ein riesiges Schlossgebäude, Komplex, Ding, was auch immer, kreiert. Mit allerlei Ritterlein drin, so einem lustigen Bäcker, danke fürs Brot, nom nom nom, falls ich mal Hunger bekomme, einem Schmieden und vielerlei anderer Dinge. Das Spannende an dem Mod ist eigentlich, am Anfang muss man schon noch ein bisschen was machen, so Zeug. Ich fange damit auch gerade schon mal nebenbei an, während ich erzähle. Blümchen sammeln nämlich. ja, der Mod macht im Endeffekt das Minecraft mal wieder zu einem komplett neuen Spiel. Insofern als das... Farmen. Ja, wenn ihr dann einmal den Ruf voll habt, dann könnt ihr einen Baumeister anheuern. Und dann fängt der Mod eigentlich erst richtig an. Mit diesem Baumeister geht ihr dann irgendwo hin, wo ihr denkt, oh ja, hier... Schön, hier mache ich mal ein bisschen ein Königreich hin. Und dann sagt ihr zu dem Baumeister, yo, hier will ich hin. Und dann gibt es erstmal so eine Grundmauer und in der Mitte, glaube ich, einen Brunnen. Das werden wir dann sehen. Und ja, dann müsst ihr im Endeffekt... Was ich jetzt gerade tue oder die ganze Zeit nebenbei getan habe... ich habe Blümelein gesammelt, weil ihr könnt sämtlichen Kram, den ihr findet, an die NPCs auch verkaufen und das bei Blümelein zu einem ziemlich guten Preis sogar, so dass ich mir für die verkauften Blümchen gleich direkt schon mal einen Diamond Sword holen kann. Was ein ziemlich netter Anfang ist gegen alle Arten von Gegnern, weil es ja doch recht viel Schaden macht und recht praktisch ist. Dann nehmen wir hier mal auch noch die Deko-Blümchen mit. Ah, hallo. Lalalala, Blümchen. Die roten bringen wesentlich mehr als die gelben.
Schade, dass ich mehr gelbe als rote gefunden habe, aber was soll's, was soll's. Kann man nichts machen. So, dann sind noch ein paar, die nehme ich mal noch mit. Und dann gibt es gleich erstmal schon mal die erste Ausrüstung. Vielleicht reicht es ja direkt noch für eine Diamond Pickaxe. Das ist natürlich auch am Anfang schon noch nicht schlecht. Lalalala, wo ist denn diese da? Gut, kann ich mir nicht leisten, das ist schade, aber hier, tada, wie ihr seht, da ist das Schwert. Ich mal was essen. Dann könnte man sich schon mal noch ein bisschen auf Nahrungssuche begeben. Dazu, tja, jetzt für den Start würde ich sagen, schon mal noch, vielleicht bevor es Abend wird und man dann schon mit den ersten Gegnern sich auseinandersetzen muss, zumindest schon mal noch ein bisschen Essen zu haben, um die Lebensregeneration aufrecht zu erhalten. Weil das ist dann natürlich immer ein bisschen bitter, wenn man nicht genug Essen hat. Nicht? Das Problem damit ist aktuell, dass der Mod aktuell noch nicht für 1.2 geupdatet wurde, sondern ich weiß gar nicht. Entweder er befindet sich noch auf 1.1, es könnte aber auch sein, dass er immerhin schon auf irgendeiner Snapshot 1.2, Snapshot 3, hallo, der erste Gegner, Version sich befindet. Und dadurch nicht mit einer automatisch geupdatet. Oh! Ui. Oh! Jetzt geht's aber los. Ach du Schande. Ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass er nicht funktioniert mit einer normal geupdateten Minecraft-Version. Aber das. Wo war das? Da. Aber das Schöne ist, da war schon mal jemand so nett, den Mod für 1.2. Die Mods sind sozusagen untereinander sehr gut kompatibel, sprich. Gut versteckt der Junge. Heieieiei. Das Gute ist ja, die sind sehr kompatibel, das heißt, die Gegner von Mo Creatures droppen auch die Goldmünzen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, tut mir leid. Noch nicht kompatibel. Erstmal nur mit Tales of Kingdom. Hä? Aha. Raw Chicken. Sollte man aktuell scheinbar auch nicht essen. Das wusste ich auch noch nicht. Gut. Anyway. Und ich kann eine Spinne hören. Oh nein, 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 bitte nicht töten, bitte nicht töten. Nein, geh weg. Ah, Gott! Ich gehe erstmal in die Burg, dann rede ich kurz weiter, weil so funktioniert das alles einfach nicht. Und eine Pickaxe. Ein Traum. Okay. Ja, habe ich die gar nicht benutzt. Ganz toll. Ganz toll, wirklich. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich direkt mal schauen, ob der Gildenmeister mir anzeigt, dass ich schon Ruf bekommen habe. Weil ansonsten brauche ich an der Stelle gar nicht weitererzählen, sozusagen. Und ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Weil ich glaube, man muss hier gar nicht so. Ach Gottes Willen. Ja, am Anfang ist diese Burg immer etwas verwirrend. Ich glaube, ich bin. Ja, man muss beim Anfang hoch und dann direkt wieder hier hoch und dann muss man da rechts rum. Und ich klaue euch eure Deko, weil die mir Gold bringt. Hahaha, haha, da guckst du, Freundchen. Und dann muss man wieder hier hoch und muss man hier links und dann ist er da unten, der Knabe. So, wie schaut's aus, Kollege? Ja. Ich habe keinen Ruf bekommen, wie man sieht. Aber
Ich habe maximal gefailt. So, ich mache jetzt Sign up Contract und jetzt kann ich auch Ruf bekommen. Oder das Problem ist immer noch nicht gefixt. Komm her, Zombie. Ah, Goldmünzen. Tatsächlich. Ein Traum. Okay, Dera war zu blöd. Jetzt müsste es auch Ruf geben. Jetzt gibt es auch Gold. Alles ist wunderbar. Ich hoffe, ich habe euch nicht total verwirrt mit meinem konfusen Erzähle. Gab keinen Ruf. Kollege, was los? Jetzt mal im Ernst. Das geht so nicht. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Jetzt wird die Folge wohl doch noch kurz etwas länger. Ich werde jetzt dann doch mal noch zwei, drei mehr Mobs umklatschen. Wollen, müssen, können. Was auch immer. So mit diesem rohen Fleisch bringt er jetzt auch nicht wirklich Punkte. Und. Oh Gott! Der Cobblestone-Block da. Ich dachte, oh shit, was bewegt sich denn da schon wieder? Kann er nicht sein. Mups. Hilfe! Das war nur ein Cobblestone-Block. Ich werde langsam paranoid. Das ist nicht gut. So, jetzt ist es auch genug Cobblestone für den Ofen. Erstmal wieder raus, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Hinterhälte sind hinterhältig und manchmal ungesund, wenn man dann das hört. Dann geht's mal weiter. Weiter, weil irgendwie ist ja gerade auch nicht so wirklich Nacht und es ist irgendwie so ein bisschen schlecht und. Keine Idee mehr, es ist dann schlecht herausfinden, ob es jetzt Ruf gibt oder nicht, ob der eine Mob einfach nur zu wenig war, dass man die Mob versieht oder was auch immer, wie auch immer, wie dem auch sei. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Wieso ist denn hier kein verdammtes NPC-Dorf? Jetzt mal im Ernst. Kann doch echt nicht wahr sein. Oh, das ist nicht gut, glaube ich. Ich glaube, das sind zu fiese Gegner. Und da sollte man dann echt nicht zu nah dran, weil die sind ganz schön böse am Reinklopfen. Ja, nee, nein, nein, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ne? Jetzt brauche ich hier nun mal noch ein paar Gegner, die mich nicht zu Tode erschrecken, wenn möglich. Bah! Oh, allein dieses Gesicht. Hey, moa! Ich sag's noch, ne? Ich sag's noch. Ja, also aufgrund der Tatsache, dass er zumindest schon mal Gold droppt, bin ich ja eigentlich recht zuversichtlich, dass das jetzt mit dem Ruf auch klappen müsste. Also, eieiei, was sind das hier schon wieder für eine Riesenhöhle? Und so großräumig, da kommt aus jeder Ecke dann wieder ein Creeper gehüpft und ich kreisch wieder wie ein Mädchen. Nicht, dass ich was gegen Mädchen hätte. Also, es ist jetzt allgemein nur so eine Feststellung, dass das dann gerne mal so klingt, wenn ich mich erschrecke. Das gebe ich offen und ehrlich zu, da habe ich auch kein Problem damit. Das ist halt so. Ich bin sehr, sehr schreckhaft. Eigentlich ist das gar nichts für mich. So, hier. Das alles. Aber ist ja auch mal lustig. Kann man ja mal machen. Bisschen Nervenkitzel und so. Muss ja auch mal sein. Hallo Spinne. Hallo Skelett. Oh, das ist ja jetzt mies. Oh. Ja, ne? Nö, geh ja mal in die andere Richtung. Das sehe ich ja jetzt mal überhaupt nicht ein. Nee, echt nicht. Wahrscheinlich sieht's ja. Ach man, das ist ja alles so ein Riesen. Ah! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Das gefällt mir jetzt so gar nicht. Es gibt jetzt eine Möglichkeit. Ich habe jetzt noch einen Mob mehr oder so getötet. Wenn ich jetzt nicht zumindest einen Mini-Balkenruf sehe, dann werde ich eine neue Aufnahme machen und ihr das schon gar nicht mehr erfahren.
Hihihihihi. Sag ich mal, nicht wahr? Geh ja weg, ich muss durch. So, weg. Hab's eilig. Kumpel? Nein, Ruf! Okay. Ich hol mein Zeug wieder. Okay. Ach, dann wird die doch stundenlang. Dann muss ich doch allein hier draus schon zwei Parts machen. Das war doch alles nicht so geplant, verdammt. Es kann doch alles nicht wahr sein. Oh, ich. Jetzt habe ich. Ach. Ach. Ich finde den Kram noch nie wieder. Jetzt mal im Ernst. Und jetzt ist auch noch Nacht. Und ich bin quasi nackend. Und. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Großer Gott von Minecraft hier. AKA Notch oder whatever. Bitte mach, dass das alles gut geht. Bitte. Nur dieses eine Mal. Okay? Okay. Bitte. Danke. Ach, Sackgasse wäre das gewesen. Gut. Okay. Kein Problem. Hätte ja jemand was sagen können. Danke. Lalalala. Gut, hier wollte ich dann auch nicht lang. Vielleicht finde ich dann irgendwann mal die Richtung wieder, in die ich gelaufen bin. Und ich höre schon wieder Gegner. Hallo, wo bin ich denn lang? Es kann nicht. Aber das ist echt nicht gut gerade mit dieser Spinne. Bin ich hier lang? Bin ich da lang? Und dann hier. Ach ja, und genau, und dann wurde ich runtergeschossen. Und dann ist da ein Creeper, der mir gleich um die Ohren fliegen wird. Aber das macht nichts. Hier ist was. Ah. Okay, ich lebe. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ich lebe und ich habe ein Schwert in der Hand. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird. Shit!